Ja, moin Mittag und guten Abend da draußen und damit herzlich willkommen hier wieder zurück zu Hogwarts Legacy auf der Xbox Series X, meine lieben Freunde da draußen. Weiter geht es, nachdem es heute Morgen schon für euch eine sehr lange Folge gab, machen wir hier natürlich jetzt direkt weiter, aber erstmal... erstmal noch so ein paar Nüsse knabbern. Ja, dann möchte ich mich erstmal noch direkt am Anfang bei euch bedanken an alle, die so ein bisschen den Livestream unterstützen, die natürlich auch auf mich YouTube unterstützen. Das ist keine Selbstverständlichkeit, denn ich sag mal so, die ganzen großen YouTuber, ja, die spielen das Spiel natürlich jetzt auch schon und die sind natürlich Berufs-YouTuber, die hauen ein Part nach dem anderen gerade raus und sind wahrscheinlich vom Fortschritt schon viel weiter, deswegen... Dankeschön dafür, dass ihr auch kleine YouTuber wie mich unterstützt und bei mir auch schaut. Finde ich ganz nett, ganz schön und ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß damit. Die drei Besen. Die Handbuchseite. Ja, okay, alles klar. So, heute versuchen wir uns nicht so doll abzulenken, damit wir einfach mal so ein bisschen weiter im Fortschritt gehen, damit wir so ein bisschen aus der Tutorial-Geschichte langsam rauskommen und mehr freie Hand bekommen. Also ich sage es und es wird wahrscheinlich wieder anders sein. Oh, bei Nacht ist das ja auch voll schön hier. Oh. Schön. Und es geht jetzt schon... Oh, halt. Nein. Oh, verdammt. Und dass solche Schurken wie Rookwood und Harlow sie nicht einschüchtern. Ich möchte verstehen, was hier vor sich geht und hoffe, du erzählst es mir. Aber erst einmal sollten wir zum Schloss zurück. Professor Weasley erfährt sicher bald von dem Trollangriff, wenn sie es nicht schon weiß. Ich will nicht, dass sie sich sorgt. Okay, aber ganz, ganz kurz. Du musst für die Nacht in den Gemeinschaftsraum zurückkehren. Okay, nutze die Karte. Ja, darf ich aber nochmal ganz kurz... Nein, ich darf nicht, ne? Ah, da war nämlich noch so ein Buch-Dings hier. Ach, verdammte Axt. Kehre zu Hogwarts zurück. Ist da Feuerwerk? Habt ihr das gerade gesehen? Ach, das ist dieser Feuerwerksladen, ne? Er will, dass wir unbedingt da drauf drücken, ja? Gut, machen wir. Schnellreise zu deinem Gemeinschaftsraum. Den haben wir doch schon das letzte Mal gesucht und nicht gefunden. Und dann meint ihr, ich soll den jetzt finden. Ich habe halt keine Ahnung, wo mein Gemeinschaftsraum ist. Ich dachte eigentlich hier so im Astronomieflügel. Was ja eigentlich Sinn macht, oder? Wo ist er? Das ist die große Treppe. Hier könnte man auch... Der Gemeinschaft... Oh, ernsthaft? Wirklich jetzt? Okay. So. Und ich hoffe, dass wir vielleicht in dieser Folge auch Besen fliegen lernen. Boah. Und noch besser Reittiere. Oh. Und noch besser der Raum zum Dekorieren. Oh, das wäre schon schön. Hm. Hätte ich da Spaß drauf. Dran, nicht drauf. So. Wir sind gut. Oh, Euli. Hallo, Euli. Du bist ja aber eine hübsche. Ach. Die mag ich auch. Das sind somit meine Lieblingseulen. Also die und noch so eine andere, solche kleinen mit diesen großen Glubschaugen. Aber die mag ich auf jeden Fall sehr. Da gab es auch so einen Film, Die Hüter des Lichts, glaube ich. Ich bin gerade nicht so sicher, dieser Eulenfilm. Der war geil. Du hast Eulenpost erhalten, okay. Schauen wir nochmal, wer hat denn hier geschrieben? Professor Fick, Fick, entschuldigt. Kommen Sie zu mir. Ich habe etwas in dem Medaillon, das wir in Gringotts gefunden haben, entdeckt. Gott, ich muss echt mal ein bisschen näher ran am Fernseher. Oder ich brauche einen neuen, großen Fernseher. Was kommt nach 75 Zoll? Oh Mann. Oder einfach mal die Brille verstärken. So, Euli hat uns Post gebracht. Das ist schön. Nochmal ganz kurz hier mit der Steuerung. Wenn ich jetzt hier was kaputt mache. Ist hier irgendwas, was ich hier... Nö. Mein Zimmer nichts. Aber der Spiegel, ich bin nach wie vor immer noch der Meinung gewesen, Mensch, hier der Spiegel, der hätte doch wunderbar gepasst, um eine Umkleide zu aktivieren, oder? So, aber ihr seht schon, ich lenke mich schon wieder ab. Los, raus jetzt hier. Wir sollen einfach nur rennen, rennen und rennen.
Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich, darin vorzukommen. Was ist das da? Ach so, hier waren wir schon dran. Was? Platzieren? Was heißt platzieren? Egal. Die sprechen manchmal sehr leise. Ich möchte mal gerne nochmal die Audio ganz kurz machen, liebe Freunde da draußen. Gehen wir auf Einstellungen. Also soll nicht zu laut in den Kämpfen sein, aber so Lautstärke Musik kann ruhig so ein bisschen Atmosphäre für euch. Das ist schon in Ordnung. Lautstärke Soundeffekte. Genau, die drehen wir so auf, ja, so. Ja, machen wir so 70. Lautstärke Dialog ist schon hoch. Stimmhöhe, passe die Stimmhöhe, das ist, ach so, das ist die Höhe. Wollen wir die mal auf normal machen? Weil mir geht langsam doch dieser Hall auf den Sack. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal auf normal. Dann hört er sich nicht so stimmverzerrt an. So. Treppe runter. Machen Sie Platz. Jawohl. So, Professor Fick. Halt, stopp. Ich muss weiter. Aber ist hier noch was? Ich fange schon wieder damit an, ne? Ist hier noch was? Ich sehe was, was du nicht siehst, und das leuchtet da oben blau. Oh, es ist so geil, oder? Ich will nochmal ganz kurz. Nur ganz kurz, liebe Freunde. Ganz kurz. Beruhigt euch. Okay, jetzt. Ach nee, das ist die Truhe, die wir aufgemacht hatten. Gut. Scheiße, jetzt lässt mich die Tür nicht mehr durch. Doch. So. Jetzt aber ganz schnell, sonst kriege ich wieder Ärger hier im Chat. Lass bloß nicht die Treppen runterfallen. Gefährlich, gefährlich, gefährlich. Entschuldigung, mach Platz. Was haben wir denn hier noch? Enthüllen. Das sind wieder die Rätsel, die haben wir ja, da haben wir auch noch keinen gehabt, der uns das so ein bisschen erklärt, ne? Wir haben eine 1 und eine 3. Wir haben da eine 1, eine Spinne. Und müsste dann da die 3 hin? Aber das macht keinen Sinn. Und da unten geht's ja weiter. 13. Das muss ich, da muss ich wirklich mal warten, bis wir einen Spieler haben, bis ich so, dass man eine grobe Orientierung habe, was das überhaupt von mir haben will, dieses Rätsel. Also Fakt ist, wir haben solche Schalter. Also das ist Fakt. Ja, und da jetzt einfach nur zu sagen, okay, ich mache jetzt hier eine Spinne. Hast du eine Spinne für mich? Komm, gib mir eine Spinne. Du hast noch nicht mal eine Spinne für mich. Was ist denn dann unten? Dieses komische Gedöns. So. Also der Drache. Revelio. Das ist Schalter 1. Ach, da drüben ist Schalter 2. So. So, Spinne. Ne, ja, wäre auch zu leicht. Wäre auch zu leicht. Wir werden sehen. Wir öffnen die Truhe. Oh, Renaissance, Hut. Nice, hat auch anscheinend gute Werte. Machen wir da gleich. Aber wir gehen das mal weiter. Schnell. Nicht ablenken lassen, Toni. Nicht ablenken lassen. Hat denn da gerade die Tür zugeknallt? Oh, guckt euch das an. Ist einfach nur ein Traum, oder? Einfach mal ganz kurz innehalten. Schön. Oh, herrlich. So, weiter geht's. I'm walking on sunshine. Oh, oh. Oh, schneller, schneller, schneller. Ja, ich könnte Schnellreise wahrscheinlich machen. Aber hey, jeder Gang macht schlank. Jeder Schritt macht fit. So. Auf geht's. Hier rein. Einmal da lang. Alles ignorieren. Bloß nicht umgucken. Wollte nur kurz was schauen. Professor Unterrichtsraum. Oh, cool. Was bist
du für ein schönes Bild? Guten Tag. Ja, ja. Ach so, ich soll gehen. Okay, ja gut. Dann gehe ich wieder. Ah. Oh, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Aber wir können es ja reparieren. Und seht ihr die Motte? Die machen wir noch. So. Reparo. Ah, schon ist das wieder hübsch. Dann nehmen wir direkt die Motte hier mit. So. Wo ist das Bild dazu? Na Leute, wenn ich jetzt schon immer die Motte in der Hand habe, dann können wir die auch gleich mitnehmen. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie um... Ach, hier sind Toiletten. Da ist wieder so eine Kiste. Ah, die will ich jetzt langsam auch herausfinden. So, wo ist denn dieses blöde Bild dazu? Das kann doch nicht so weit weg sein. Was zum Öffnen. Verdammt. Wieder so ein Stufe 1 Schloss. Kann ich noch nicht. Bild. Bist du? Ich habe eine Motte. Hier drinnen vielleicht? Aber kann ich mir fast nicht vorstellen. Aber nicht, dass wir die jetzt umsonst verschleppen oder so. Nicht, dass die dann abhaut. Habe ich jetzt ein bisschen Schiss? Komm, wir gucken nochmal in die Richtung. Ganz kurz, lieb Freunde. Nein, und das zählt nicht unter, ich lasse mich ablenken. Das lag ja quasi auf dem Weg. Verdammt, wo ist dieses Bild dazu? Das ist auch sehr schön. Ich gucke nur eine Etage runter. Mehr mache ich nicht. Versprochen. Vielleicht war es ja hier. Oder hier. Da, das war's bestimmt. Komm. Ja. So. Und dann hauen wir das jetzt einmal dran. Zack. Es lag ja auf dem Weg. Was? Sehr schön. So, jetzt bin ich zufrieden. Jetzt können wir auch wirklich gehen. Schnell nach oben, schnell nach oben, schnell nach oben. Hier lang und so. Professor Fake! Professor Fake! Ich bin da! Ich komme! Was liegt denn hier rum? Professor Fake. Als wären meine begrenzten Stunden nicht schon ausreichend belastet, hat das Ministerium sich mit der recht unfreundlichen Aufgabe betraut, die Ankunft eines Neuzugangs in Hogwarts vorzubereiten. In der 5. Klasse. Professor Weasley besteht darauf, dass ein Mentor sinnvoll wäre, um den Neuankömmling an das Leben hier zu gewöhnen, bevor das Schuljahr beginnt. Ich habe mich entschieden, diese Aufgabe Ihnen zu übertragen. Bitte melden Sie sich bei Professor Weasley für weitere Details. Okay, Professor Finnis Nicholas Black, Schulleiter. Ja. Wunderbar. Rein geht's. So. Schön hast du es hier. Revelio. Fällt mir. Gibt dir was zu entdecken für mich? So viel Kram und nichts zu entdecken für mich. Na komm, dann lass uns mal reden, Kollege. Professor, schön Sie zu sehen. Sie auch. Merlin sei Dank sind Sie unversehrt. Ich habe von dem Angriff... Oh, kleiner Grafikfehler. Trolle in Hogsmeade? Sir, die Trolle haben Rüstungen getragen. Sie glühten dunkel, so wie das Drachenhalsband. Koboldsilber. Renrock hat damit den Drachen kontrolliert. Aber wie? Und warum schickt er Trolle? Sie waren meinetwegen da. Ich habe gehört, wie Renrock mit Victor Rookwood sprach. Renrock war in Hogsmeade? Mit Rookwood? Die Trolle waren Renrocks Ablenkung, damit Rookwood mich holen konnte. Das hätte er geschafft, wenn Sirona und die Gäste im Drei-Besen nicht eingegriffen hätten. Das ist nicht gut. Wenn Kobolde und schwarze Magier hinter ihnen her sind, wollen sie, was wir bei Gringotts gefunden haben. Okay. Renrock und Rookwood wollen das Medaillon. Sir, zu den Kobolden in... Ach so. Sie wollen das Medaillon? Sie sagten, sie hätten etwas darin entdeckt? Ja, ja. Ich entdeckte eine Inschrift. Als ich sie laut vorlas, erschien diese Karte. Clevere Verzauberung. Es ist zwar eine Karte von Hogwarts, aber ich weiß nicht, wohin sie führt. Sie führt zur Bibliothek. Oh. Genauer gesagt, in die verbotene Abteilung. Und etwas weiter. Ich sehe Spuren von Magie auf der Karte. Ich dachte mir schon, dass Sie etwas sehen. Brechen wir auf?
Ich weiß Ihren Enthusiasmus zu schätzen und ich bin ebenfalls gespannt, was wir dort finden. Aber wenn unsere Erfahrung in Gringotts, ganz zu schweigen von Miriams Schicksal, mich etwas gelehrt hat, dann, dass diese ganze Sache höchst gefährlich ist. Ich möchte, dass Sie mit Professor Hackett arbeiten, bevor wir fortfahren. Aber wie gefährlich kann es in der Bibliothek sein? Wir suchen doch nur ein Buch. Vielleicht geht es wirklich nur um ein Buch, aber wir sollten auf alles gefasst sein. Kommen Sie zu mir, wenn Sie Ihre Verteidigungszauber verbessert haben. Ich werde Professor Hackett sagen, dass Sie kommen. Dankeschön. So, dann gehen wir direkt weiter. Nicht ablenken lassen, Todi. Bloß nicht ablenken lassen. Aber den Stapel hier. Das ist bam. Repar. Okay, nee, die kann ich nicht wiederholen. Hätte ja klappen können. Nachdem ich sie einmal im Brand gesetzt habe. So. Ich sage ja immer, Reisen erweitern. Ja. Laber, Kadabra. So. Wollen wir nochmal gucken. Lernen wir schon wieder das nächste. Und man lernt recht schnell, so ein paar ordentliche Zaubereien, ne? War das schon ganz gut. So, einmal hier runter. An den Globus haben wir schon gedreht. Reparo! Könnte ich, wie gesagt, den ganzen Tag machen, ne? So. Warte, ich versuche dir zu helfen. Wo hast denn jetzt die Bücher? Na gut, dann nicht. Aus meiner misslichen Lage helfen würde. Ach, du bist das. Was soll das? Versuchst du etwa mich... Was hast du denn? Ist dir gut? Weißt du nicht, wer ich bin? Zenobia Noak. Das Mädchen, das alle in der Schule grundlos hassen. Was? Tut mir leid, dass die anderen nicht netter waren. Das ist nett. Es gibt hier wohl doch ein paar freundliche Menschen. Ich wollte Freunde finden, also habe ich meine Sammlung in den Gemeinschaftsraum gebracht. Meine Koboldsteinsammlung. Ich hatte gehofft, jemand würde mit mir spielen. Kennst du Koboldsteine? Kleine Kugeln, wie Murmeln. Ein tolles Spiel. Wenn du verlierst, bespritzen sie dich mit stinkender Flüssigkeit. Oh. Koboldsteine? Das klingt nach Spaß. Das wollte ich den anderen auch erklären. Menschen können so grausam sein. Nur weil sie mit stinkender Koboldsteinspucke bespritzt werden. Dabei haben sie doch verloren. Imelda ist eine der schlimmsten. Aber Everett und Astoria sind auch schrecklich. Und jetzt haben diese schlechten Verlierer meine Koboldsteine an hohen Orten überall in der Schule versteckt. Die haben wohl überreagiert. Ziemlich überreagiert. Allerdings. Und jetzt weiß ich nicht, wie ich sie allein zurückholen soll. Ich glaube, ich kenne die nötigen Zaubersprüche noch nicht. Aber jemand Talentiertes aus der 5. Klasse könnte mir sicher helfen. Mal sehen, was ich tun kann. Das wäre wirklich toll. Komm bitte wieder zu mir, wenn du alle meine Koboldsteine gefunden hast. Bald kann ich wieder ganz allein Schlangengruben und Boccia-Koboldstein spielen. So, jede Menge Koboldsteine. Ach so, das ist jetzt die Aufgabe von ihr, oder was? Wollen wir das direkt machen? Es kann ja eigentlich nie so weit weg sein. Und das ist ja bloß mal kurz runterzaubern. Und mal so eine Nebenquest nebenbei. Why not? Das bringt uns ja ich jetzt nicht um. Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Lass uns doch mal gucken. Akio, das ist einer von Zenobias Koboldsteinen. Ich verstehe nicht, was der Aufruhr soll. Revelio. Seht ihr noch was? Ach so, das war schon der Ort. Hupsi. Natürlich, alle 6 Stück an einer Stelle, ne? Das wäre ja auch zu schön. So, dann machen wir aber nachher dann bei der Hauptquest eine Schnellreise. So. Oh, voll schön. Wo ist er? Ich sagte ja oben, ne? Revelio.
finden wir so einen kackkleinen Stein, ne? Da sind die Sachen. Da ist nichts. Hier geht's wieder raus aus dem Gebiet. Wo ist denn dieser kleine Kack-Koboldstein? Finde den Koboldstein. Kann ja nur da oben drauf auf so einem Ding liegen, ne? Warte mal, sehe ich das gerade richtig? Da wird markiert und hier wird markiert. Ach, Mann. Aber halt! Huch. Das nehmen wir noch. Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Ein Vorteil ist, wir machen gleich Schnellreise so ein bisschen, ne? Hä? Ach, da oben drauf? Na ja, los, komm. Ja. Was? Okay. Revelio. Das war jetzt nicht geplant von mir. Ich wollte eigentlich das da, aber jetzt habe ich hier eine Leiter freigeschaltet. Na, jetzt muss ich aber noch ganz kurz da hochgucken. Hallo Sonnegy, hallo Jim West. Ah. Revelio. Bin ich denn jetzt hier? Aha. Scheint doch nicht so geheim zu sein, wenn hier jemand rumläuft, ne? Das ist doch auch ein Klassenzimmer, würde ich jetzt mal behaupten. Was haben wir hier? Was? Mdiva Onai. Als selbstvertretende Schulleiterin ist es mir eine Ehre, Ihnen unter der Leitung von Professor Black die Stelle als Professorin für Wahrsagen an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei anzubieten. Wir sind begeistert von der Aussicht, Sie in unserem angesehenen Lehrkollegium zu haben. Bitte informieren Sie uns so bald wie möglich über Ihre Pläne. Ich erwarte mit Spannung Ihre Antwort. Mit freundlichen Grüßen, Professor Matilda Weasley. Shane. Ach, ist das hübsch hier. Das ist alles so hübsch. So, wir wollten uns nicht ablenken lassen, ne? Runter geht's. Wir müssen die Steine jetzt holen. Ah. Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Ja, das ist bewusst. Du musst mich nicht dran erinnern. Machen wir eher schon. Ihr Handbuch ist ja... Haben wir ja schon ein bisschen was gesammelt. Jetzt will er. Er wollte gerade nicht laufen, warum auch immer. Da! Zack, Hammer. Weiter geht's. Wieder die Treppe runter. Achtung, Achtung. Aber man muss sagen, das Rennen geht recht fix, ne? Also ist okay. 1, 2, 1, 2. Hoffentlich belohnt die Alte mich auch. Ansonsten sieht schlecht aus mit Freunden hier in Hogwarts. Schön. So. Einmal die Treppen. Und hier soll noch einer sein. Ich sollte nachsehen, ob ich in der Schule Zenobias Steine finde. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen vor Flohpulver war. Stein wird irgendwie... Okay. Da oben, ne? Hab dich. So. Was kannst du? Was kann das? Reparo. Reparo war jetzt ein bisschen sinnlos, aber was ist damit? Oder wir haben noch keinen Zauber dafür. Ah! Schweben lassen war die Antwort. Zack, direkt mal her damit. Oh, schön! Oh! Das ist doch der Raum mit den veränderten Treppen. Oh! Revelio. So, Steinchen. Weiter oben, ne?
Oh. Herrlich. Ach, das ist wieder hier so ein Rätsel. Ah, das muss ich echt noch checken erst, Freunde. Ich bin da noch zu doof dafür. Wenn ihr einen kleinen Mini-Tipp habt, könnt ihr das natürlich gerne in die Kommentare reinschreiben. Aber nur einen kleinen. Nur einen Anhaltspunkt. Aber erstmal muss ich warten, bis ich hier auf so einen NPC treffe, der da... Revelio. Da oben, oder was? Erscheint. Mir scheint es so, als müsste ich noch höher. Ich sage ja immer, so. Reisen erweitert den Horizont. Direkt die Flamme hier? Na super, komm mal auf jeden Fall schon mal einen anderen Teil von Hogwarts, ne? Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Also in der Hinsicht hat sich die Mini-Quest gelohnt. Klassische Schuluniform gibt nochmal gute Attribute. Na, Dickerchen? Wer bist du denn? Ah, Trollrüstung. Aha. Revelio. Akio. Nummer 1. Einer fehlt noch und der muss dann hier sein. Ja, ich sehe ihn schon. Akio. Der letzte von Zenobias Koboldstein. Ich sollte zu ihr gehen. Revelio. War aber doch gerade noch. Ja, wollte schon sagen. Aha, Schatulle des Feuerkelch. Aha. Spät im 13. Jahrhundert. Aha. Schön. Ist das da oben nicht auch noch so ein Stein? Akio. Das heißt, die kann ich dann immer wieder mal sammeln, diese Koboldsteine. Ja, dann werde ich die wahrscheinlich auch gebrauchen können, vielleicht so als Stinkbomben. Ich hatte nie Probleme mit Man weiß es nicht. Na gut, gehen wir mal zurück zu ihr. Wir wollen ja nicht trödeln. Und 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Gott, bin ich schnell. Ich könnte Marathonläufer sein. Hogwarts Marathonläufer. Ah, schön aufbauen hier die Treppe. So muss das sein. Huiuiui. Ich dachte schon, ich bin schneller, als die Treppe hier aufbauen kann. Ja. Sehr schön. Da ist noch ein Buch. Scheiße. Ich bin getroffen. Buch. Das Buch. Ja, das will ich noch kurz haben. Vielleicht von hier? Revelio. Wo ist es denn? Hier war doch gerade eben noch das Buch. Ihr habt es doch auch flattern sehen. Ha. Verdammt. Ja gut, dann nicht. Dann nicht Buch. Ich mach nochmal trotzdem Lucky Lucky. Aber Lucky Lucky nichts gesehen. Ah. Achso, das sind die wieder. Nein. Diesmal nicht. Noch nicht. Weg da, weg da. Da lang. So, Fräulein, ich bin gleich da. Jetzt möchte ich aber auch richtig gute Sachen von dir bekommen. Hast du verstanden? Und komm mir nicht mit, jetzt sind wir Freunde. Nee, 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 nee. Damit lasse ich mich nicht abspeisen. Zack, zack. Und da. Ich hoffe, du hattest mehr Glück als ich bei der Suche nach meinen Koboldsteinen. Hallo, Zenobia. Ich habe deine Koboldsteine. Wirklich? Das hatte ich nicht erwartet. Wie hast du das geschafft? Ja. Gesunder Menschenverstand und etwas Magie. Und? Gibst du mir meine Koboldsteine?
So. Yeah. Ach so, was ist, wenn ich die jetzt behalte? Na, natürlich. Komm. Es sind ja schließlich deine. Oh, wie toll. Ich werde alle meine zukünftigen Siege dir widmen. Da fällt mir ein, obwohl irgendjemand im Gemeinschaftsraum Lust auf ein Spiel hat, jetzt wo ich meine Steine wieder habe? Großartige Idee. Anstrengend, sie wiederzuholen. Jetzt spielen sie bestimmt mit. Gute Idee. Ja, nicht wahr? Oh, wir werden so viel Spaß miteinander haben, wenn all die Verlierer besprüht werden. Und ich nicht. Also gut, los geht's. Wünsch mir Glück. So. Wann darf ich dann die Steine wieder aufsammeln? Was stand da gerade? Kugel Violette? Wir gucken mal uns kurz an, was wir hier bekommen haben. Chimbus, hab noch nicht alles geguckt und vielleicht hast du schon getan, aber vielleicht hast du ein kleines Fazit für mich. Ja, tatsächlich kann ich immer noch kein Fazit machen. Wir sind jetzt hier, glaube ich, bei insgesamt 5 Stunden mittlerweile Gameplay erst. Und noch ist alles sehr Tutorial-lastig und dementsprechend noch sehr leitfadengetreu. Aber spontan würde ich sagen, ja. Also wenn ein der Anfang nicht abschreckt mit diesen vielen Dialogen, was aber nun mal eigentlich auch dazugehört zur Hogwarts, ja, sag ich jetzt mal, Story, ne, dann würde ich schon sagen, dass bis jetzt unterhält es mich, es macht Spaß. Ich freue mich aber auch, wenn hier gleich alles irgendwann mal vorbei ist und ich einfach nach links und rechts und überall hingehen kann. Ich meine, ich kann es ja jetzt schon, aber noch fühlt sich so an wie, mach gefälligst erstmal das, bevor du das machst, ne. Deswegen, ich bin noch vorsichtig mit dem Fazit, aber bis jetzt ist gut. Bis jetzt macht Spaß. So. Gehen wir erstmal auf Herausforderungen. Aufträge. Das da. Ach nee, guck mal, da ein von zwei. Ah, da gibt's aber einen Schal. Da gibt's dann diese Brille, oder was? Heilbrandbrille, okay. Der legendäre Umhang. Aha. So, was haben wir noch? Handbuch. Hier sind auf jeden Fall noch ein paar Sachen. Das sieht aber gut aus, ne? Schauen wir uns gleich mal an. So, das nicht. Das können wir noch. Ist das eine neue Brille? Meisterschelmbrille. Na, mal gucken, vielleicht kommt ja doch irgendwann mal meine Brille wie in Real Life. Belohnung für Erscheinungsbild der Ausrüstung, ja. Hier, das haben wir ja noch nicht. Gut. Nehmen wir so. Ausrüstung. So, gehen wir erstmal auf die Handschuhe. So, da haben wir, wie gesagt, erstmal die. Das sind ja schon die besseren. So, jetzt sind sie angezogen. Und jetzt machen wir das Erscheinungsbild. Das waren die, glaube ich, ne? Die wir gerade... Ui. Da guck mal. Ja, das ist aber ein Feines. Ja, die lassen wir direkt an. Die lassen wir direkt an. So, die hat 6 Verteidigungen, die Brille. Nice. Optisch natürlich ein absoluter Krampf, aber ist ja nicht schlimm. Können wir ja ändern. So. Sag mal hier, das ist die Hogwarts-Brille. Ach du heiliges Kanonröhrchen. Ja. Ah. Ist halt ein eckiges Modell, ne? Ich glaube, ich bleibe erstmal bei der. Also ich kann mich mit der zurzeit am meisten anfreunden. Irgendwie hat das was. Ist jetzt zwar nicht meine in Real Life, aber ich finde sie okay für den Charakter. So. Kopfbekleidung. 13 Verteidigung. Wow. Alles klar. Und hier? 8 Verteidigung. Ne, dann nehmen wir die mit 13 Verteidigung. Jawohl. Einmal dran. Und damit wir aber nicht ganz so dumm aussehen, blenden wir das wieder aus. So. Und ready ist es. Ach halt, hier haben wir noch das Outfit. Welches haben wir denn aktuell an? Oh, hier 11. Aber beinemäßig geht's halt nicht. Sehe ich jetzt schon wieder. Beinemäßig geht das gar nicht. Dann müssen wir wieder Hand anlegen. So, lass mal gucken. Das passt halt. Irgendwas hat das auch, ne? Wir haben ja bis jetzt immer die einen mit den schönen Stiefeln. Was natürlich auch gut zu den Handschuhen passen würde, ne? Die hier.
Das passt halt echt gut zu den Handschuhen zusammen. Guck mal. Ja, nehmen wir so. Da bin ich halt wieder. Also, wer mich kennt auf meinem Kanal, Sonichi, der alte Fashion Hunter. Das muss halt alles stimmig sein. Was ist das? Ein beeindruckendes, geringeltes. Ach! Ernsthaft? Es gibt da noch so Griffe? Oh, dann hätte ich ja doch noch. Na, dann wäre es ja wurscht gewesen, welchen Zauberstab wir in der letzten Folge quasi vom Holz genommen hätten. Okay, das Violett ist vielleicht noch nicht ganz so meine Farbe, aber es gibt Griffe. Und wir machen es erstmal dran. Nice! So, da haben wir dann Besen und Reittiere. Ach, ist cool. Ich habe hier voll Bock. Inventar ist auch noch irgendwas neu. Das zählt aber nicht unter Ablenken, liebe Freunde, ne? Ach, hier das sind die Zettelchen nochmal. Alles klar. Hä? Ausrüstung? Waren wir doch gerade. Was denn noch? Ach, bei Hüte. Ach, hier, der hier. Okay. Ja, hab ich gesehen. Ich mag das halt nicht, wenn Symbole aufblenden, dass irgendwo was Neues ist. So. Hier. Da müssen wir hin. Das ist die nächste Aufgabe. Und da gehen wir jetzt auch gefälligst hin. Ach, seht ihr, nur direkt ums Eck. So easy. Sie wollten mir doch einen neuen Zauber beibringen, Professor. Gut, Professor Fig deutete an, dass Sie Ihre Verteidigungsaufgaben mit gewisser Dringlichkeit erledigen müssen. Aus diesem Grund werden Sie Incendio lernen, den Feuerzauber. Praktisch zum Entfachen von Fackeln, Verbrennen von Spinnweben. Und, wenn erforderlich, zur Verteidigung gegen jene, die uns schaden wollen. Klingt vielseitig. Ja, aber bevor wir beginnen, habe ich noch einige Aufgaben für Sie. Einige werden Sie vielleicht überraschen. Die Professoren wissen doch oft mehr, als die Schüler glauben. Wenn Sie fertig sind, suchen Sie mich auf. Dann beginnen wir mit der Incendio-Lektion. Okay. Sie wissen, wo Sie mich finden, wenn Sie fertig sind. Feuerzauber? Habe ich richtig Bock drauf. Also, oh, auf jeden Fall. So, Jim West, kann man die Hüte ausblenden? Also wahrscheinlich hast du das geschrieben, bevor ich das gerade gemacht habe, ne? Und jetzt nochmal an alle da draußen. Ja, also ihr könnt alles ausblenden. Ne? Man wählt immer erstmal das Kleidungsstück mit den besten Attributen. Dann hat man das auch optisch, sieht man das natürlich. Und dann könnt ihr quasi die Optik anpassen des Kleidungsstückes. Und da könnt ihr die ganzen Optiken nehmen von den anderen Kleidungsstücken, die ihr habt. Ne? Somit könnt ihr schön alles mixen, die besten Attribute haben und aussehen, wie ihr wollt. Und bei Hüten natürlich dann einfach Hut ausblenden. Und das sage ich nochmal wie in der ersten Folge, das gehört sich, finde ich, meiner Meinung nach in jedes Rollenspiel. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als mit einem hässlichen Charakter rumzurennen, nur weil die Werte stimmen. Das geht mir so auf die Eier. Das geht gar nicht. So. Zwei Runden gekreuzte Säbe gewinnen. Ach, guck mal, hier sollen wir spielen oder was? Oh, wir kommen wieder an neue Orte, ne? Ach, ist das schön. Es ist halt auch echt riesig, ne? Da ist noch was. Das machen wir noch direkt. Heimgesuchte Toiletten. Okay. Das will ich aber auch irgendwann mal direkt können hier. Solange es bei einem Bad pro Woche bleibe, rücke man mir fürs Tauchen in den jungen Toiletten nicht zu Leibe. Bitte, Peeves. Ich bin spät dran. Mich aufhalten, das wollte Rancorous Corp. In eine Falle mich locken, in einen gläsernen Sarg. Seine Eindämmungszauber, sie versagten jedoch. Zu vergeben. Ehrlich. Wir machen mal aber direkt weiter, sonst, wenn ich jetzt wieder stundenlang hier stehen bleibe, das bringt uns nichts. Was ist das denn? Ach, das ist ja auch, oder was? Kann ich? Nein. Gut. Und hier brauchen wir. Ich bin mal gespannt, welchen Zauber? Wenn wir da gebrauchen können. Also klar, hier können wir erstmal das entdecken. Karte von. Was?
Argyllshire. Auf dieser Karte ist Argyllshire abgebildet. Eine Region in Schottland, zu der die Hybriden gehören. Die Heimat des schwarzen Hybriddrachen. Alles klar. Müsst ihr endlich langsam kennen. Ich mache dieses Jahr tatsächlich nach Schottland. Für 2,5 Wochen. Mit der Family. Da mache ich auf jeden Fall auch so eine kleine Tour. So eine Hogwarts-Tour. Schön, dass du da bist. Lucan ist da drüben. Halt, falsche Taste. So. Wieder mal auf Abenteuertour? Ja. So. Kann ich dir helfen? Guten Tag. Sebastian meint, du wüsstest etwas über einen Club? Wenn Sebastian für dich bürgt, bin ich schon überzeugt. Ich leite die Duelle für die gekreuzten Stäbe. Eine Art Duellierclub. Teilnahme nur auf Einladung. Du musst Sebastian schwer beeindruckt haben. Das höre ich gern. Sebastian ist auch kein schlechter Duellant. Ist sicher ein Erlebnis, euch zwei in Aktion zu sehen. Wie läuft das mit den gekreuzten Stäben? Du kommst her, ich weise dich anderen Duellanten zu und wer am Ende noch steht, gewinnt. So können wir ein für alle Mal entscheiden, wer die besten Duellanten der Schule sind. Und um die Sache interessant zu machen, erhält der Gewinner einen Preis. Wie sieht's aus? Ich mach mit. Oh. Duelle sind ein guter Zeitvertreib. Ganz recht. Außerdem kannst du bei den gekreuzten Stäben mit einem Partner antreten. Das erste Mal trittst du mit Sebastian an. Das nächste Mal bringst du einen Partner mit oder du machst es allein. Na, willst du es mal versuchen? Ja, los. Fantastisch. Möge das Feuerwerk beginnen. Jawohl, I'm ready. Das wirst du ganz sicher noch bereuen. Warte mal, durchbricht die gelben Schilde. Ja, das wusste ich ja. Zielanvisierung. Ach, jetzt kommt endlich mal diese Zielanvisierung. Alles klar. Okay. Jut. I'm ready. Oh, blocken, tücken. Drücken. Tücken. Yes! Konflingo! Akio! Lumos! Levioso! Protego! Hä? Ich dachte, auf mich hat gerade jemand geschossen. Levio! Lumos! Ist er zu spät gewesen? Der lebt ja immer noch! Gringo! Protego! Levioso! Lumos! Das war's mit meiner Welt. Lumos! Levioso! Ich drücke die ganze Zeit aus, dass ich nur muss, weil ich blocken will. Und dann aber noch auf der Schusstaste bin. Levioso. Jawohl. Schade, dass nicht mehr Leute zusehen können. So, das war eine Runde. Gut gemacht. Sebastian hatte recht, was dich angeht. Die Konkurrenz ist stark, aber wenn du so weitermachst, wirst du noch der nächste Schulchampion. Klasse. Ich bin dabei. Sehr gut. Das zweite Duell kann losgehen, sobald du bereit bist. Als vollständig eingeweihtes Mitglied hast du nun Zugang zur offiziellen Übungspuppe der gekreuzten Stäbe. Ich bin bereit. Damit kannst du gut Zauberkombinationen meistern. Ich bin bereit. Komm deswegen einfach zu mir. Noch einmal voll Glückwunsch bereit. Zum ersten Sieg der gekreuzten Stäbe. Ich bin jetzt gut bereit. Gekämpft. Jetzt. Also, jetzt bin ich bereit. Ich hoffe, du kommst Rennst wieder. Du nicht weg? Ich hab gesagt, ich bin bereit. Kollege, wir müssen nochmal... Mann, hallo. Kann ich mit der Puppe üben? Nee. Hallo, Lukas, steht die nächste... Ja, hier. Hallo, Lucan. Steht die nächste Duellrunde schon fest? Aber natürlich. Das wird ein äußerst spannendes Duell. Und, nächste Runde? Ja, natürlich. Kannst kaum erwarten. Los geht's. Großartig. Trittst du mit deinem Partner an? Wir könnten... die... Natzai. Ja, Nati. Dann kann's ja losgehen. Ah, er nennt sie direkt Nati. Oh, ich vergaß. Für dein Ende? Dann nehmen wir die Nati. Verzeihung im Voraus. Oh, das sind drei? Alles klar. Kreuzzauber, das spricht violette Schilde mit Kraftzauber. Ach so.
Mit den AQ. Alles klar. Hm? I understanding. Das war doch schon mal nicht schlecht. Ich sollte vielleicht nicht so nah rangehen, ne? Ja, geht immer wieder. Zack. Oh, falscher Zauber. Ah, geblockt, Junge. Boah. Lumos komme ich immer aus Versehen dran. Meine Frau hat auch schon gerade gefragt, warum mache ich denn immer Lumos? Aber das ist, wenn man die Attacken spammt. Und man muss ja Y drücken zum... eigentlich zum Blocken. Wie ich aber auch gerade gar nicht rankomme und überhaupt nicht blocken kann. Jetzt. Zack. Jawohl, er war gut. Einmal hoch mit dir. Gerade, dass hier keine Gegenstände sind, die man auf die werfen kann. Ah. Nein, 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 nein. Lumos. Lumos muss immer sein. War aber eine knappe Kiste. Ich habe ganz schön viele Dränge gebraucht. Ich habe nur mein Bestes gegeben. Das hast du wirklich. Du warst den anderen Danke. Duellanten zwar schon aufgefallen, aber nach der letzten Runde haben sie es jetzt wirklich auf dich abgesehen. Du solltest lieber üben, wenn du die nächste Runde gewinnen oder wenigstens überleben willst. Ich sag Bescheid, wenn wir bereit sind. Wir sehen uns. Nee, danke. Ich brauchte nur zweimal. In der nächsten Runde geht's um alle Koboldsteine. Revelio. So, was haben wir denn hier noch? Ein Schloss, was wir noch nicht knacken können. Da hinten ist noch... Ach, das ist da drinnen, ne? Die Kiste. Die Kiste. So, eine Runde Training in Zauberkombination mit Lucan. Ach so, das gehört noch mit dazu. Okay. Ja, hallo, dann. Lucan. Kann ich mit der Puppe üben? Natürlich. Ich hole sie und gebe dir eine Liste mit Kombinationen zum Üben. Bist du bereit, es zu probieren? Das wäre wundervoll. Wirke all deine Zauber, bevor die Puppe landet. Wenn du die Übung frühzeitig abbrechen willst, sag mir einfach Bescheid. Abbrechen. So. Ach so, mein Gott, ich bin doof. Lumos. Und jetzt? Ich mach wieder Lumos, ne? Ich depp. Also nochmal. Akio? So, Akio ging noch nicht, oder was? Akio. Jetzt. So. Sehr schön. Jetzt wird ein Schuh draus. So, jetzt machen wir das Ganze mit denen hier. Levioso. Wunderbar. Soll ich jetzt blocken? Nein. Okay, aha, Levioso als erstes. Levioso. Ah, nein, oh, ich habe einmal zu viel gedrückt. Nochmal. Cooldown. Komm doch nicht immer so nah ran, du blöde Puppe. Levioso. Bisschen Abstand, ja? Alles klar. Genug geübt, würde ich sagen. Du hast dich gut geschlagen. Danke, Lucan. Ich finde, man erkennt seine Schwächen besser beim Üben als im Duell. Danke, Lucan. Jetzt bist du ein furchterregender Gegner. Kann ich mehr. So, komm mal zurück. Aufgabe erledigt. Ja. Kehre zu Puff. Ja, sag ich doch. Kehre zurück. Entschuldigung. Machst du. Sag mal. Ist ein Knall. Mit der könnte ich auch quatschen. Ah, nee. Wir wollten uns heute nicht so ablenken lassen. Freunde. Was ist das? Ach ja, das war das. Stimmt. Ah, da wären vielleicht den Feuerzauber gleich. Mal gucken. Ja, das ist das. Oh, letzte Folge. Meine Frau guckt jetzt gerade wieder zu. Und
Er hat aber die letzte Folge zum Glück nicht gesehen. Das war ja furchtbar, ey. Wir sind an jeder Ecke stehen geblieben, weil, aber man muss ja auch einfach, oder? Sind wir doch mal ehrlich. Überall kannst du irgendwas klicken und machen und zaubern und, ach, so schön. Wenn es einfach nur Licht ist. Lumos. So. Schon renne ich wieder mit meinem Leuchtstab rum. Herrlich. Gleich eine ganz andere Stimmung. Pabum. Reparo. Bum, bum. Was? Reparo? So, jetzt. So. Ich bin Bebop, der Baumeister. Einfach mal alles reparieren hier. So. So, jetzt bringen wir den Feuerzauber bei. Ich hoffe, Mr. Brattleby konnte Sie unterbringen. Ich habe Ihre Aufgaben alle erledigt, Professor Hackett. Schön. Dann sollten Sie nun bereit sein, Incendio zu lernen. Sollte, Professor? Ja. Leider habe ich genug unvorsichtige Kollegen im St. Mungo-Hospital besucht, um zu wissen, dass Feuer ein launischer Diener ist. Ihre Zauberkunst hat mich bisher beeindruckt. Aber konzentrieren Sie sich bitte. Es wäre mir lieb, die Lektion ohne brennende Roben zu beenden. Beginnen wir. Denken Sie daran, die Zauberstabbewegungen sind entscheidend. Okay. Konzentration. Und halten Sie den Zauberstab ruhig. So. Incendio. Auf welcher Taste liegt es denn? Okay, du hast genug Zaubersprüche gelernt und musst dein Zauberset mit Incendio ausrüsten. Dazu musst du ihnen einen Zauberspruch austauschen. Okay. Also wir nehmen den. Zum Zuweisen halten. Ja, was nehmen wir denn dann erstmal weg? Reparo? Braucht man ja an sich nicht so oft, ne? Zum Reparieren Sachen. Also vor allem nicht im Kampf. Und so Leuchtstäbchen könnte man auch noch zur Not wegnehmen, aber noch leuchtig zu geben. Es kommt jetzt natürlich drauf an, wenn ich natürlich alles in Brand setzen kann und dann alles leuchtet. Ja, dann tauschen wir nochmal um. Incendio. Okay. Incendio ist ein schwerer Schadenzauber, der zerstörerische Flammen auf kurzer Distanz entfesselt. Ich wollte es ja nur mal testen. Oh, und schon brennt alles. Ah, ja, hier können wir es üben. Besser. Bleiben Sie dran. Und versuchen Sie, sich fand's nicht gut, zu verbrennen. Oder? So, ich soll zu Professor Fick wieder. Fick! Moment. Was? Kehre zu Professor Fick. Aber ich soll einen anderen Weg gehen, weil diese Tür dazu ist. Das ist eine Frechheit. Warum? Ach, hier. Incendio. Nice. Okay, wir gehen weiter. Ich komme, Professor Fick. Halt. Hier lang, hier lang. Die stehen stramm, die hauen sich auch gegenseitig. Ja, sie kann nicht brennen. Oh. Was haben Sie jetzt vor? Incendio. Bücher anzünden. Das habe ich vor. Ach, schon dunkel. Darf ich überhaupt nachts in Hogwarts rumlaufen? Ist das nicht verboten? Oder vielleicht gab es die Regel vor 100 Jahren noch nicht. Ah, da sind sie ja. Also ich habe hier gepennt, ja. Und er sagt jetzt, ah, da sind sie ja. Also eigentlich ist er doch gerade erst gekommen. Hallo, Sir. Es wird Sie bestimmt freuen, dass ich mit Professor Hackett meine Verteidigungszauber geübt habe. Ja, sie sagte, dass Sie Ihren neuen Zauberstab sehr gut im Griff haben. Sie müssen weiter mit ihr und den anderen Professoren an Ihren Fähigkeiten arbeiten. Dennoch möchte ich unseren Besuch in der Bibliothek nicht weiter verschieben. Ja, finde ich auch. Fahren wir fort?
Fig? Ja. Es gibt Arbeit. Los. Professor Black, ich habe Professor Black. Das muss warten auf unbestimmte Zeit, genau wie Ihr Schüler. Ich hätte gedacht, dass Sie nach all dem Ärger wegen Osric gerne Wiedergutmachung leisten wollen. Mein Büro. 5 Minuten. Professor Black ist ganz schön streng. Muss man immer wieder sagen. Der Mann ist ein Ärgernis. Leider muss unser Ausflug in die verbotene Abteilung noch ein bisschen warten. Aber Professor, wir haben keine Wahl. Es wäre unklug, unseren illustren Schulleiter weiter zu provozieren. Ich suche Sie auf, wenn ich das hinter mir habe, was ich ertragen muss. Gut. Dann halt so. Sprich mit Sebastian. Okay. Auf zu Sebastian. Was habe ich hier eigentlich markiert? Was habe ich... Hab ich hier was markiert? Ach nee, das ist das Ziel unter... Oh Gott. Meine Fresse. Hat auch die verbotene Abteilung erwähnt. Vielleicht hat er ja eine Idee. Ja, das ist eine gute Idee. Sebastian! Sebastian! Lang. Da ist er doch schon. Moin, Kollege. Sebastian, da bist du. Ich hatte gehofft, dich zu sehen. Nach dem Trollangriff sah ich in den drei Besen die Konfrontation mit Rookwood und Harlow. Victor Rookwood interessiert sich nicht für viele Schüler. Was hat es damit auf sich? Das hängt mit Ranrock zusammen. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe ihn nie getroffen. Vielleicht verwechselt er mich mit jemandem. Wenn du meinst, ich will dir nicht auf den Pelz rücken. Aber irgendwann musst du mir sagen, was los ist. Du könntest mich brauchen. Und warum hast du mich gesucht? Ich muss etwas für Professor Fig finden. Aber es ist in der verbotenen Abteilung. Kann er es nicht selbst holen? Er wurde im letzten Moment von Black wegbeordert. Ich könnte warten, bis ich wieder von ihm höre, aber... Du willst Initiative zeigen. Genau. Du sagtest, man müsse nur schlau genug sein, um in der verbotenen Abteilung nicht erwischt zu werden. Das bin ich auch. Triff mich heute Abend vor der Bibliothek und sag's niemandem. Okay, danke, Sebastian. Bis später dann. Gut. Ist jetzt abends? spontan würde ich sagen, ja. Ja, so schnell ist abends, ne? Ab in die Bibliothek. Da drüben. Das ist die Tür, zu der wir müssen. Und diese lästigen Vertrauensschüler würden uns nur zu gerne bei Scribner verpetzen. Sie dürfen uns also nicht sehen. Verstanden? Oh, verdammt. Das kriegen wir hin. Schleichen. Na los. Einen Moment. Es gibt da einen Zauberspruch, den du kennen solltest. Den Desillusionierungszauber. Gut, um an verbotene Orte zu kommen. Sprich ihn und du wirst als kaum mehr als ein Lichtspiel erscheinen. Jedenfalls, solange du auf Abstand bleibst und still bist. Du meinst... Das ich kann mich echt unsichtbar machen? So in etwa. Ist nicht so narrensicher wie ein Tarnumhang, aber die sind teuer und Zaubersprüche, die sind gratis. Probier ihn doch mal. Geil. Ach du Scheiße, was ist das denn für ein Schwung? Ja. Desillusionierung. Okay, können wir das bitte mit den Pfeiltasten machen? Nutze das in den verbotenen Bereichen zu entdecken. Okay. Wo hat er den jetzt hingelegt? Muss ich den doch hier auswählen? Ist der hier drin, ne? Nee, ne? Das Auge? Wo ist das Auge? Welches Auge? Das da? Ah, verdammt, dann ist es doch einer, den man legen muss. Ah, das ist ja kacki. Moment mal, stopp. Kann ich das nicht unten auf das Kreuz legen? Da ist doch noch das, Dingskreuz. Hier. Das da. Das Symbol hier. Ach, schade. Das ist ja ärgerlich. Hätte ich noch gerne so gemacht. Na, egal. Weil wir haben ja hier den Zauber, die haben wir ja auch auf den Tasten.
Dann hätte man doch noch oben und unten machen können. Na gut, oben haben wir den Wegweiser und unten haben wir aktuell nichts. Na gut, mal sehen, wann wir das brauchen. Vielleicht für Reittiere. Okay. Still wie ein Grab. Ja. Achso, ich soll mich 0,0 bewegen, ne? Das meinte er wahrscheinlich mit still. Kann ich mich jetzt schon bewegen? Aber wir bleiben unsichtbar, ne? Also es ist nicht so, dass wir jetzt hier gleich nur 10 Sekunden haben und dann werden wir wieder sichtbar. Ich bin Splinter, Sir. Ist geil, ne? Wie man sagt, ich bin Splinter, Sir. Dabei war es immer Sam Fisher. Aber es ist wie mit Tomb Raider, ne? Früher hast du immer gesagt gehabt, ich bin Tomb Raider. Obwohl es ja Lara Croft ist. Manchmal schon crazy. Bin ich zu nah? Wo steht das? Verdammt! Verdammt! Kann ich den nicht erstmal weglocken? Du wurdest gefasst. Klingt gleich so brutal. Also so wie hier bei Dark Souls. Du bist tot. Du stirbst. Du gestorben. So, nochmal. Aber wir müssen die doch erstmal... Oder laufen... Ach, die laufen. Ach so, ich dachte, die bleiben die ganze Zeit da stehen. Geht der eine auch weg, oder? Ja, ich würde gern das hier noch entdecken wollen. Aber wenn wir das jetzt machen, dann sind wir... Dann sind wir am Arsch. Der scheint zu bleiben, ne? Ich bin doch stehen geblieben. Was denn? Ja, die sagten nicht bewegen. Ich habe ihn nicht bewegt. Was will er denn? Ich versuche es erneut. Kann nicht sein. Sind wir zu doof zum Schleichen oder was? Kann ich ihn nicht einfach ausschalten? So einen kleinen Schwindelkuss sauber. Niemand darf uns sehen. Ja, ich weiß. Du machst es aber auch nicht einfach, indem du das dauernd sagst. Wenn ich die von hier oben einfach schweben lasse? Guck mal, den kriegt man schon ganz ohne Fragezeichen hin. So, die verlässt schon ihre Position. Ach, jetzt, Leute. Ja, super. Und vorhin ist kein Meter haben sie gemacht. Kein Meter. Ah, jetzt steht aber jemand anderes da. Was sind das für Streber? Weißt du, die dürfen hier abends rumlaufen. Aber sobald ich mal rein will, gibt's gleich wieder Ärger. Welche andere Tür? Wir sollen durch die Tür. So, markiert. Ich bräuchte halt irgendwas, um die halt abzulenken. Irgendwie was werfen oder so. Das wäre eigentlich so schon sinnvoll. Der Zauber scheint unendlich zu halten. Bewegt mich nicht. Also man darf auf jeden Fall nicht in Blickrichtung sein. Aber wenn der die ganze Zeit da guckt, dann könnte ich doch an der Seite vorbeischleichen, oder? Ich probiere das jetzt nochmal. Scheiß drauf, ich renne kurz. Vielleicht wurde ja auch nicht ich sichtbar, sondern der hier. Vielleicht war der immer der Doofe. Ich muss da jetzt irgendwie reinkommen. Also...
Also wenn beide da stehen, ist natürlich Quatsch. Sie muss gehen. Und wenn sie geht, muss ich rein. Aber der guckt ja die ganze Zeit eigentlich nur zur Treppe. Mensch, bewege dich! Nein, das kriegt keiner mit, dass da eine Tür aufgegangen ist. Alles andere ist viel wahrscheinlicher. Die Bibliothekarin ist noch da. Schnell hinters Regal. Ja, mach ich. Mist. Sollte die Bibliothekarin nicht längst weg sein? Ich sagte normalerweise, aber das macht nichts. Siehst du ihren Tisch hinter mir? Der Schlüssel ist in der Schublade des Schreibtisches. Also, folgender Plan. Ich locke sie mit einer Ablenkung weg. Du schnappst dir den Schlüssel. Ich treffe dich dann vor das der Verbotenen. Das hat sie nicht schon gerade machen können? Du sorgst für die Ablenkung, ich hole den Schlüssel. Verstanden? Ich sagte ja, ich bring dich rein. Und ich halte mein Wort. Vertrau mir. Ja, ja, Sebastian. Keiner mag cool. Keiner mag solche Großkötze. So. Soll ich mich schon bereit bringen? Wo ist sie denn? Okay. Nee, wir müssen warten, bis er die Ablenkung macht. Ist da jemand? Sind Sie das, Peeves? Ach, sie läuft natürlich genau hier lang, ne? Du willst mich echt verkohlen. Der macht da drüben eine Ablenkung und sie läuft genau hier lang, von wo wir starten sollen. Das ist doch nicht dein Ernst. Gut, das nochmal eine Ablenkung machen. Sebastian. So. Dann warten wir hier so. Ist da jemand? Sind Sie das, Peeves? Sind Sie das, Peeves? La 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 la. Das war. Hä? Ja, hinter der Regal wird sie mich nicht sehen. Oh, die beobachtet aber einen, hä? Ganz schnell. Das war doch gar nicht. Er steht da einfach so da. Jetzt muss ich das Buch finden. Ach, das ist verzaubert und sieht nur nützlich aus. Hat mich zweimal getäuscht. Beurteile ein Buch nie nach seinem Einband. Ja. Da habe du recht. Was haben wir hier noch? Ach, die sieht mich nicht. Das ist eine alte Frau. So. Dann wollen wir doch mal gucken gehen. Nutze den Basiszauber, während du dich versteckst, um... Was? Autoritätspersonen und Gegner dorthin zu locken. Ja, das wollte ich doch vorhin schon haben, locken. Willst du mich verkohlen? Geist, sei vorsichtig. Welcher? Der da? Wo ist denn der Geist? Ach, jetzt kommt der erst, oder was? Oh, verdammt, das war dumm. Lass mich mal vorbei. So macht das doch schon mehr Sinn hier. Die Luft ist jetzt... nicht mehr herumschleichen. Still. Aber das... Habt ihr gerade die Hand gesehen? Die war geil. Also, wonach suchst du eigentlich?
Ich suche ein Heilmittel für meine Zwillingsschwester Anne, damit sie zurück nach Hogwarts kann. Weil bei Merlin alle anderen aufgegeben haben. Warum glaubst du, dass du in der verbotenen Abteilung ein Heilmittel findest? Gibt es im Krankenflügel nichts, das Anne helfen kann? Nein, wir haben alles probiert, von Schwester Blaney bis zum St. Mungo. Aber ich kann alleine suchen. Mach dir keine Gedanken. Konzentrieren wir uns auf das, was du suchst. Und das wäre was, genau? Das finde ich noch heraus. Gib dich nicht so geheimnisvoll. Rivioso! Revelio! Verzauberte Bücher. Okay, Handbuchseiten. Aha. Ich wundere, warum das Buch hier die ganze Zeit so wackelt. Das ist voll schön, ne? Wenn die Bücher so aufgehen. Herrlich. Guck mal, wieso da alle wackeln da. Herrlich. Immer schön Logi-Logi machen. Und das ist jetzt die verbotene Abteilung hier, oder was? Ich habe vibriert. Warum? Ach, da hinten ist wieder so eine Truhe. Mit Feuer. Wir können doch jetzt Feuer. Vielleicht geht das endlich. Incendio. Nö, interessiert die Klubschi-Truhe immer noch nicht. Oder vielleicht aufs Auge richten? Nö. Levioso. So, nach wie vor kein Zauber. Oder unsichtbar. Ich werde leiser sein als ein Jobbernoll. Nee, ich dachte, dass wenn man unsichtbar ist, sieht sie mich nicht und dann kann ich sie öffnen. Alles nette Ideen, aber... Und den seine Kugel, die leuchtet halt auch immer, ne? Hat das Skelett gerade da drinnen gewackelt? Nee, ach, das war hier die Hand wieder, ne? Akio! Nee. Gut. Na, wie gesagt... Immer mal wieder was testen. Ah, endlich wieder normal laufen. Ja, hier haben wir noch was. Wunderbar. Elf von 15. Perfekt. Oh, wieder schöne Lichtstimmung hier drin. Was ist das? Truhe? Gurkenzieher-Brauntöne. Ah, für den Zauberstab. Zauberstab. Sebastian Cello und seine neue kleine Klette erkunden Orte, an denen sie nicht sein sollten. Ungezogen und bald aufgeflogen. Peeves war es. Das verrate ich. Das verrate ich. Das verrate ich. Echt, hätte ich das jetzt machen? Ach nee, Peeves. Ah, verfluchter Peeves. Ich muss ihn aufhalten oder mir wenigstens eine gute Ausrede überlegen. Handelt dir kein Ärger ein? Warte, ja, machen wir so. Ich will nicht, dass du meinetwegen Ärger kriegst. Ich habe ein gutes Händchen mit den Lehrkräften, wenn es um Strafen geht. Außerdem, ich mag Freunde, die in meiner Schuld stehen. Jetzt geh. Viel Glück bei der Suche. Na danke. Gut. Wo ist der verdammte Poltergeist hin? Aber habt ihr schon gesehen, ich wir brauchen jetzt wieder Repario. Ja, du sagtest ja schon gerade das Wort, ne, dafür. So. Repario war das da. So, was nehmen wir jetzt weg? Das ist unsichtbar, oder? Machen wir erstmal so. Reparo. Reparo. So. Was haben wir jetzt hier? Ah, nochmal 51 Taler. Nehmen wir mit. Und eine Tür. Und es geht noch weiter nach unten. Immer weiter runter. Immer weiter. Na, sollten wir hier vielleicht langsam mit unserem Licht doch mal rumrennen? Lumos. So. Natürlich. Spuren alter Magie. Aha. Dieser Raum muss doch etwas verbergen. Das werden wir jetzt mal anschauen. Okay. Du meinst das wieder die Höhle?
Nein. Wir gehen noch weiter rein. Mal hier den Lumos wieder rausholen. Hab ich gerade die Fackel angemacht? Ja, hab ich. Was? Deine Ausrüstungsplätze sind voll. Nein! Ja. Dann müssen wir was zerstören. Das ist ja wohl klar. Ausrüstungsplätze. Wo sehe ich denn, wie viel ich habe? Weil ich weiß ja jetzt nicht, welcher Gegenstand da drin ist. Dann gucken wir vielleicht erstmal hier. Nee. Das ist nicht damit gemeint. So, zeig mal her. Das hier. Ja, das sieht das. Der Griff gefällt mir dann schon eher. Und die scheinen auch keine Werte zu haben. Das gefällt mir optisch schon viel besser. So. Aber irgendwas ist dann voll bei Kleidungsgegenstände. Hier, Ausrüstung 20 von 20. So, dann gucken wir mal, welcher ist ein richtig kacke, der hier. Dann machen wir den auf Zerstören. So, dann haben wir da schon mal Platz geschaffen. Der ist auch... Ach so, scheiße. Aber dann zerstöre ich ja auch die Optik, oder kann ich die jederzeit wieder nehmen? Das hätten wir jetzt vielleicht mal drauf achten müssen. Wir gucken mal bei den Umhängen. Wir merken uns das einfach mal. Und zwar, dieser Umhang hier ist eh schlecht und sieht so aus. Traditioneller Schulumhang. Und der hier? Traditioneller Schulumhang? Ach so, ich hab den, aber ich hab optisch dann den ausgerüstet, ne? Ja. So, das heißt also, den können wir zerstören. So, dann machen wir das mal direkt. So, erstmal Erscheinungsbild. So. Und das Erscheinungsbild ist ja dann... Nein. Der. Das ist der traditionelle, so. Und jetzt schauen wir, ob das Erscheinungsbild mit verschwindet. Probieren wir es. So, der ist gelöscht. Erscheinungsbild. Nö, bleibt. Also alles cool. Ja, dann geht's ja. So, jetzt nochmal in die Truhe. Hat er den Gegenstand jetzt eingepackt? Anscheinend. Wäre halt schon schön, wenn das besser gezeigt wird, ne? Ach, das ist der Nadelstreifen. Oh, Offensive 15. Was haben wir gerade? Offensive 6. Ja, definitiv ausrüsten. Hässlich wie die Nacht, aber... Wie gesagt. Kein Problem. So. Und ansonsten haben wir aber nichts weiter neu, ne? Inventar. Gehen wir auch nochmal schnell rein. Gönnen uns die Zeit. Ha. Sammlung. Meinetwegen auch hier nochmal kurz reingehen. Ja, gut, da können wir uns das nochmal angucken. Lassen wir jetzt weg. Kommt, wir wollen weitermachen. Aber sie ist aber irgendwie... Dass es jetzt ein Bug ist. Wo führt sie wohl hin? Das werden wir gleich sehen. Darf ich nochmal ganz kurz zurückgehen? Scheiße, darf ich nicht, ne? Revelio. Ist halt das Symbol auch dran, ne? Okay, na dann. Boah. Hübsch. Lumos. Nein. Hier geht's aber runter. Lüfte das Geheimnis der Vorhalle. Revelio. Da
Da unten ist eine Kiste. Soll ich da runterspringen? Oder sterbe ich? Okay, sterben nicht, aber... Das war definitiv der falsche Weg. Können wir irgendwas runterzaubern? Revelio. Lüfte das Geheimnis der Vorhalle. Bleibt ja nur noch da oben das Ding da? Ah ja, also mit LT. Ja. Gut, nehmen wir so. Aber da unten ist trotzdem eine Kiste. Lumos. Das war ja klar. Das sind Wachen. Boah, nice. Fetter Move, oder? Boah. Alter, was habe ich denn für krasse Moves drauf? Oh, scheiße. Ja, man sollte auch blocken, ne? Levioso. Akio. Protego. Ey, man kann nicht blocken, wenn man mitten in der Kombo ist. Lumos. Ja, und da macht er wieder sein Lumos. Levioso. Der Toni. Ja, ich sag doch, ich kann nicht blocken, wenn ich mitten in der Kombo bin. Leck mich doch am Arsch. Und wir haben keine Tränke mehr. Ja, geil. Das heißt, ich muss tatsächlich taktisch jetzt kämpfen. Das war ja klar. Das sind Wachen. Ja. Komm, nochmal. Bams. Ah, mehr. Ach so, mehr habe ich von diesem nicht. Schade. Mann, ich hab doch Blocken gedrückt. Akio. Incendio. Stimmt, wir haben ja noch das Feuer. Protego. Levioso. Incendio. Nee, das reicht nicht. Das muss man schon aus der Nähe machen. Hammern? Okay, deine Beherrschung der Altmagie nimmt zu, wenn du erfolgreiche Angreifst und Schaden nimmst. Erfolgreiche Kombos erzielen. Okay, alles klar. Je mehr Kombo, desto besser. Wenn mindestens eine Leiste deiner alten Magie, tippe LB und RB. Ja, das habe ich gemerkt. Also die Angriffe waren immer mega geil. Auf jeden Fall richtig gut. Revelio. Ist hier noch was? Lumos. Mal lieber Luki Luki machen. Das sind zwei. Bam, direkt. Protego. Boah! Akio. Incendio. Ja, ranholen und dann den Feuerzauber. Verdammt. Levioso. Verdammt. Ey, ich will blocken, ne? Aber man darf, wenn du es echt nicht zu spät machst. Incendio. Wenn du es einen Tick zu spät machst und halt wirklich, also man muss tatsächlich taktisch, man darf sich nicht verleiten lassen, den Knopf zu oft zu drücken. Akio. Nein? Nein? Levioso. Auch nicht? Revelio. Hier ist ein Schalter. Ihr seht das. Wahrscheinlich erstmal. So. Wenn ich Glück habe. Wow. Aber da ist auch was. Vielleicht Lumos. Für meinen Zauber gedacht? Will da schon ran. Also da bin ich jetzt auch hartnäckig. Was ist das? Achso, da stand die Figur drauf, ne? Aha. Aha. Ja, ja. Sehr schön. Schuluniform mit stilvoller Weste. Ui. Gönn dir. So.
Das hat sich doch gelohnt. Okay, also wir müssen uns jetzt beeilen. Einmal zack. Ah, sind noch nicht da. Renn und spring. Wow. Geil, hübsch das hier schon wieder ist, ne? So, Ausrüstung. Gleich mal die Schuluniform anschauen. So. Ach so, das ist wieder... Ja. Aber die Werte stimmen ja dann. Das ist schon okay. Ich muss mir nur langsam merken, welche Dings wir dann immer hatten. Das hier war's, ne? Ja. So, aber habt ihr gesehen? Also sind mehr Symbole dazugekommen. Also ich hab... Braucht ihr keine Angst zu haben, dass es nur drei Kleidungsstücke gibt. Okay. Hier soll man bestimmt das ranziehen. Akio. Nee? Dann halt eben nicht. Aber krass ist halt, ne? Ich meine, wir haben keine Tränke, kein Nichts mehr bekommen. Die schmeißen uns hier rein und sagen sich so, hey, ja, du musst einfach jeden Kampf gewinnen, ne? Revelio. Aha. Okay. Die Karte wird wiederhergestellt, sagt mein Staubsaugerroboter. Sehr schön. Okay, was habe ich getan? Jetzt zurücklaufen und dann vielleicht... Nee, wieder zurücklaufen macht kein... hier ist ja nochmal sowas. Lumos. Oder bin ich jetzt... Warte mal, habe ich jetzt gerade hier irgendwie... Nee, von hier sind wir doch gekommen. Gerade mega verwirrt bin ich gerade. Hä? Ich Idiot, bin zurückgelaufen oder was? Hier scheint es weiterzugehen, aber wohin? Wohin? Was ist das hier? Kann man hier Feuer vielleicht machen? Incendio. Nö, Feuer ist es schon mal nicht. Lumos. Leuchtstäbchen? Leuchtstäbchen auch nicht. Was kann der Krug? Man kann ihn kaputt machen. Das ist schon mal gut. Oder ist es wieder einfach nur da oben dran ballern? Okay. Ja gut. Geschafft. Ich sollte einen kühlen Nein, Kopf bewahren. Da fehlt was. Aber es bleibt zumindest, ne? Muss ja noch irgendwo ein anderer Schalter sein. Sehen wir den vielleicht von hier? Lumos. Nein. Was jetzt? Nochmal dran schießen? Und hoffen, dass... Ja. Gut. Ja, alles klar. Gut zu wissen. Ah, hier gibt's nochmal ein bisschen Money. Silberne Brille. Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ihr wollt alle kämpfen, oder? Scheiße. Protego. Aber warum drücke ich gerade Protego? Levioso. Akio. Lu. Oh, ich hab Blocken gedrückt. Mann, ey. Ich hab wieder Block gedrückt. Mann, ey. Zack. Geiler Move. Aber es war natürlich jetzt total verschwendet, was ich gemacht habe. Aber hey. Und ich hab wieder Block gedrückt. Leck mich. Also irgendwie mit dem Block werde ich noch nicht ganz so warm. Protego.
Jetzt hat's mal geklappt. Akio. Au! Wie kommst du jetzt her? Protego! Stufe! Ich will den Pona haben. Ich kann nicht auswählen. Das gibt's nicht. Oh nö. Alles klar. Jetzt wird's aber hier ein bisschen heftig, ne? Gut, erneut versuchen. Ich bin bereit. So, lass ich hier nicht mit mir umgehen. Er darf halt den ersten da nicht einfach so verschwenden. Akio. Incendio. Protego. Akio. Ah. Incendio. Ah, mach mal einfach schön taktisch jetzt. Hast dir so gedacht, Freund Blase? Und da habe ich wieder Block gedrückt und es hat wieder nicht geklappt. Akio, Incendio. Sehr schön. So. Protego. Da können wir einen Finisher machen. Zack. Oh, ist geil. Und da hast du dir so geschnitten, mein Freund. Akio. Nein, und ich bin wieder in der Kombo und da schießt wieder einer. Stufe. Akio. Protego. Stufe. Levioso. So, jetzt aber. Den habe ich gerade gar nicht gesehen. Aber. Machen wir doch mal das. Ich habe erst jetzt gesehen, dass es Gegenstände gibt. Gut, das lief doch schon mal besser. Es ist also doch ein Buch. Ah. Es ist doch ein Buch. Mit so einem Erinnerungstrank drin, ne? Na, wollen wir mal schauen. Hänsel und Gretel. Entschuldigung. Okay, er gibt den Regen, Wasser. Er scheint Muggel zu sein, ne? Wenn ich das jetzt richtig sehe. Richtig schön Lebensraum da jetzt für die. Danke, Weihnachtsmann. Das ist sie, ne? Sie wollten mich sehen? Schulleiterin Fitzgerald? Professor Rackham? Miss Isidora Morgannock. Willkommen. Professor Rookwood? Professor Bakar? Ich hörte, Sie gewöhnen sich langsam an das Leben in Hogwarts. Das stimmt. Das freut mich.
Wenn man bedenkt, wie ungewöhnlich es ist, in der 5. Klasse einzusteigen. Wie ist der Zufall? Ah, sie auch, ja. Fing auch ich als 5. Klässler in Hogwarts an. Doch, ja, auch. Scheinen Einzelfälle zu sein. Miss Morgenock. Gestern nach dem Unterricht befragten sie mich nach all den wunderschönen Wirbeln, die sie vor all den Jahren sahen, als wir ihr Dorf besuchten. Ich habe sie alle sofort erkannt. Ich kann ihnen gar nicht genug danken. Wir helfen doch gern. Und ja, ich habe sie gesehen. Sie waren überall. Mein Vater meinte, ich hätte mir das nur eingebildet, aber sie wirkten so echt auf mich. Das war keine Einbildung. Percival, Professor Rackham, kann sie auch sehen. Bisher ist das der einzige bekannte Fall. Ich bin verwirrt. Was sind sie? Geflüsterte Worte oder vielmehr Spuren, die beim Wirken von alter Magie erscheinen. Alte Magie? Kaum jemand ist ihrer mächtig. Hogwarts selbst ist eine Hochburg alter Magie. Wenn ich also Spuren alter Magie sehe, kann ich sie etwa auch beherrschen? Mit der richtigen Anleitung. Aber wir wollen nichts überstürzen, Miss Morgenock. Bevor ich Sie in dieser Magie unterweise, müssen Sie alles andere beherrschen, was Hogwarts bietet. In falschen Händen kann solche Magie großes Leid verursachen. Sie darf nur von Auserwählten genutzt werden. Daher müssen wir Sie bitten, niemandem zu erzählen, was Sie heute erfahren haben. Ja, ich weiß von nix. Aber schon mal sehr interessant, wer da alles in der 5. Klasse nur anfing, ne? Ja. Sebastian. Sebastian? In der verbotenen Abteilung! Schon wieder! Ich dachte, wir hätten diesen Unfug hinter uns! Nachsitzen reicht bei Ihnen offensichtlich nicht. Ich fürchte, ich muss den Schulleiter informieren. Und abgesehen davon teilte mir Peeves mit, dass Sie heute Abend nicht allein waren. Wenn Sie jemand genötigt hat, dann sagen Sie es mir. Ja, ich war's. Sie sind doch klug. Vergeuden Sie das nicht. Da war keiner. Ich kam allein. Oh, Sebastian. Was wird nur Ihr Onkel sagen? Also loyal ist er auf jeden Fall, der Typ. Hätte ich jetzt nicht gedacht von Sebastian. Also. Haben wir ein komplett falsches Bild von den Typen gehabt, ne? So, liebe Freunde, wir haben es jetzt geschafft. Wir haben jetzt auch eine richtig lange Folge wieder. Einiges gepackt und gemacht. Jetzt können wir. Revelio. Jetzt können wir, vor allem jetzt können wir frei in der Bibliothek rumrennen. Wisst ihr, jetzt ist total egal, dass wir sichtbar sind. Total wurscht. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen vor Flohpulver war. Ja, ich kann es mir schon vorstellen. Aber jetzt können wir hier gerade noch in der Bibliothek mal noch eine Sekunde rumlaufen. Und schauen, was wir hier noch Schönes haben. Pult. Was haben wir noch Schönes? Einfach mal umgucken. Um die Uhrzeit liest auch keiner mehr hier, ne? Warte mal, habe ich gerade was gesehen? Revelio. Nee. Ich hab gedacht, ich hätte was gesehen. Hier ist nix. Oh. Wollte schon sagen Dumbledore, aber haut nicht hin. Haut nicht ganz hin. Von der Zeitlinie und seinem Bart. Ist hier oben noch was. Kannst du dich auch bewegen, Kollege? Macht er was? Nö. Ah, jetzt. Er fühlte sich wahrscheinlich leicht beobachtet. Ah, guck mal hier. Perfekt. Na, den nehmen wir noch mit. Und die Truhe. 63 Taler. Und dann machen wir mal hier Licht an.
Was sehen wir denn? Das Bild und Bücher. Also irgendwo da. Kann ja nicht so weit weg sein. Da hinten. Gut. Schnappen wir uns direkt die Motte. Motte, ich komme. Komm mit. Warte mal, so rum kommen wir nicht, ne? So. Und klatsch. Zwölf von 15. Ach, verdammt, klar, hätten wir hier durchlaufen können. Na, egal. Ist jetzt nicht schlimm, dass ich hier rumlaufe. Ne, gute Frau. Jetzt haben sie kein Problem mehr damit. Na gut. Wenn sie jetzt kein Problem haben, dann bitte. So. Also, ich würde jetzt sagen, wir machen jetzt hier wirklich einen Cut. Wir gehen noch schnell aus der Bibliothek raus. Da ist noch ein Zettel. Professor Black, dürfte ich ein Zauberverbot in der Bibliothek vorschlagen? Jemand der verbotenen Abteilung geschlichen? Und was? Cressida Bloom scheint die Bibliothek als ihre persönliche Arena zu betrachten, in der sie ihre neuesten Beschwörungsformeln übt. Das ist äußerst störend. Man könnte Peeves im Vergleich zu solchen Posen als zahm bezeichnen. Okay. Nein, hier wird überall gezaubert. Das ist eine Zauberschule, da wollen wir auch überall zaubern. Wir haben auch Rechte. So. Lassen wir die ja nochmal so ein bisschen fliegen. Oder schwimmen, besser gesagt. Und dann sage ich jetzt erstmal Dankeschön fürs Reinschalten. Dankeschön für eure Unterstützung. Ne, lasst wie immer ein Däumchen nach oben da. Hawkeye. Ach, jetzt sehe ich gerade. Mahlzeit. Ja, Mahlzeit und Tschüss, würde ich sagen. Das waren jetzt wieder fast 2 Stunden hier am Stück. Und ja, lasst ein Däumchen nach oben da. Lasst ein Kommi da. Und dann sehen wir uns auch das nächste Mal wieder in Hogwarts Legacy auf der Xbox Series X. Bis dahin, haut rein. Euer THS Pictures and Gaming. Ciao. Es wird nicht wieder getuschelt. Es wird nicht wieder getuschelt. Was ist das eigentlich? Da muss bestimmt Feuer rein, oder? Ja! Oh, Genugtuung. Einfach nur Genugtuung. Du hast noch eine Quest, oder was? Ach, das ist die, Cressida Bloom. Das ist die, die den Beschwörungszauber da drinne, die ermahnt wurde. Oder halt nicht ermahnt, aber deswegen soll halt ein... Alles gut, ich kann dir helfen, aber dafür bringst du mir einen Beschwörungszauber bei. Sehen wir uns das in der nächsten Folge an? Ja, das sehen wir uns. Bis dahin.